Sternzeit 30.09. Logbucheintrag Köchelverzeichnis 12,4. Unterwegs im Namen der Konföderation in einer schwierigen, geheimen und irgendwie seltsamen Mission. Ziel: die Erde. Echt? Was war das denn? Das war meine erste Landung. Ich würde sagen, eine Punktlandung, Kommandeur. Die haben geklatscht. Ja. Deutsche klatscht bei jeder Landung auf Mallorca auch. Da brauchst du dir jetzt nichts drauf einbilden, Herr Bordingenieur. Bitte bleiben Sie angeschnallt, bis wir unsere endgültige Parkposition erreicht haben. Was soll das denn jetzt? Das ist Vorschrift. Oh komm, jetzt wird der Franzose auch noch preußisch. So, endlich kann ich diese Uniform da loswerden. Aber eins muss ich dir sagen, also Geschmack haben sie bei der Planetenkonföderation nicht. Ja, die Außerirdischen, die wollten unbedingt das so und da sind die Auftraggeber. Also. Ja, scheiß Jobagentur. Zweimal was abgelehnt, dann musst du alles nehmen, was kommt. Übrigens, du musst noch anmelden bei denen, dass wir gelandet sind. Stimmt, das ist auch Vorschrift. Also, hallo, intergalaktische Basis. Wir sind gut auf der Erde angekommen. Oh, ein Büchsentelefon. Ja, ist garantiert abhörsicher. Ja, super, aber da ist ja nicht mal eine Schnur dran. Ah, Kommandeur, das geht drahtlos. Wir sind nicht von gestern. Ja, aber es geht ums Heute und da müssen wir uns ranhalten. Wir sind auf Mission. Jetzt mal, wie ist denn das Zeitfenster? Zeitfenster. Also, der automatische Rückflug geht in genau 43 Minuten. Ouais, 43 Minuten. Hopp, Rückflug automatisch. Ja, aber dann. So, die Mission. Was war nochmal die Mission? Die da oben wollen wissen, was hier unten los ist. Die Konföderation macht sich Sorgen um die Erde. Wir sollen Informationen liefern, Inventur machen. Inventur von der Erde, um die Welt zu retten. Ja, komm, geht's. Tolle Aufgabe, tolle Aufgabe. Aber es gibt was Wichtigeres. Ja, ich muss mich um das Catering unbedingt kümmern, weil Croissant in Tuben, das ist nix, Kommandant, nix. Dass der schon wieder ans Essen denken kann, mir ist jetzt noch ganz flau, so wie der uns hier eingeflogen hat. Ah, Kommandeur, ich kenne deine prima Abkürzung direkt durch dem Ozonloch. Aber das Ozonloch schließt sich doch gerade wieder. Eine gute Nachricht, ne? Habe ich den da oben gleich gecheckt? Es geht doch was, wenn man will, ne? Vor 30 Jahren, was wurden alle belächelt, die gesagt haben, wir müssen was machen. Jetzt hier FCKW, freie Kühlschränke und Schluss mit Haarspray und dann die alten Klimaanlagen weg. Und dann schon, das waren langhaarige Lümmel und Spinner. Heute heißen die Gutmenschen, ne? Aber es ist schön, es ist eine gute Nachricht, das Ozonloch schließt. Obwohl, so gut ist die Nachricht auch wieder nicht. Weil wenn das wirklich stimmt, das was geht, wenn man der Industrie auch mal richtig Auflagen macht, wenn der Primat der Politik greift und nicht nur die Primaten in der Politik das Sagen haben. Wenn das so weitergeht, dann kriegen wir das mit dem Klimawandel womöglich irgendwann auch noch in den Griff. Wenn wir da den Energieriesen sagen, zum Glück haben wir da ja unsere Kanzlerin, die weiß, wie man sowas verhindert. Und das Lobby- und Primatenfachblatt Bild, die haben gleich getitelt, wer am Ozonloch eigentlich schuld war, die jahrzehntelange Schwarzmalerei. UNO
sagt Weltuntergang ab. Aber es ist eine gute Nachricht und gute Nachrichten sollen wir ja liefern nach oben. Da hätte ich noch eine. Na, geht's Ihnen auch so? Die Lage ist so angespannt. Hier unten alle sagen, oh, überall die Krisengebiete. Ich sag, kommt womöglich, droht womöglich Krieg. Sag ich, locker bleiben, entspannt. Die aktuelle Kriegsgefahr ist drastisch gesunken. Also zumindest eine, die von uns ausgehen könnte. Weil, womit, ne? Ich seh's schon immer. Hör mal, wir Spinner haben damals Massendemos und Ostermärsche organisiert, ne, für die Abrüstung. 30 Jahre später erledigt das die Bundeswehr von ganz alleine. Flieger, die nicht fliegen, Hubschrauber, die nicht landen, Gewehre, die nicht schießen. Da sagt die Friedensbewegung, ey, Respekt. Als damals Helmut Kohl seine Forderung aufgestellt, haben wir gedacht, komm, der Alte will uns wieder nur verarschen. Also die Kernkompetenz der Politik herausstellen. Na, mit seinem Mantra, wir müssen Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Das hatte der ernst gemeint. Und seine CDU setzt sein Vermächtnis konsequent um mit ihrem blonden Fallbeil. Uschi von der Leyen, die ist ja momentan total überrascht von der ganzen Entwicklung. Die muss schon wieder Berichte fälschen, na, weil wenn man ein Jahr im Amt ist, kann man auch mal überrascht sein. Sie hat ja gedacht, sie kriegt das irgendwie so geregelt. Da sagt, ach, Bundeswehr, das kriege ich auch noch so hin. Na, im Wüstensand immer schauen, dass die Frisur richtig sitzt. Hier und da mal ein kleines Selfie mit dem Kurdenführer. Und immer viele schöne Fotos für bunte Gala und InTouch. Diese Frau kann nichts. Ursula von der Leyen ist die letzte Blendgranate im Munitionsdepot der Bundeswehr, die noch funktionstüchtig ist. Was sie aber gut kann, ist, dass sie für nichts etwas kann, weil die Arme, sagen alle, muss ja nur das ausbaden, ne, was ihre Vorgänger ihr hinterlassen haben. Dümme sie ja mit seinem milliardenschweren Drohnendesaster. Deshalb wurde der Innenminister, weil die Bahn keinen Luschenparkplatz mehr frei hatte. Aber der musste ja auch nur das ausbaden, was ihm sein Vorgänger, der geölte Baron zu Guttenberg, hinterlassen, der wiederum das übernehmen musste, was dessen Vorgänger Jung, alles wackere, kompetente Christdemokraten. Aber ich finde es toll. Wer hätte gedacht, dass unser alter Spruch, den wir auf Bettlaken bei jeder Demo damals mitgeschleppt hatten, so in Erfüllung geht? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner kann hin, weil der Truppentransporter wieder einen Achsbruch hat Die Morgengrauen steht Uschi von der Leyen im Bomberjäckchen auf dem Rollfeld vor einer Transall und pustet und fleht, flieg, jetzt flieg doch ein, flieg. Die NATO hat auch schon reagiert. Am Hauptquartier hängt draußen am Zaun das für die deutsche Führungsnation bestimmte Schild, wir müssen leider draußen bleiben. Das hat schon ein bisschen was von Landesverrat, ne? Macht aber nichts. Die Union kratzt trotzdem weiterhin an der absoluten Mehrheit. Weil uns geht es gut. Weil wir eine tolle Kanzlerin haben. Hat Uschi von der Leyen neulich wieder betont. Also da haben sich die zwei Richtigen getroffen. Ne? Missmanagement und Misserfolg. Das geht zusammen. Aber sie kann. Nein, die Kanzlerin, die Löw. Nein, die Kanzlerin löst alles. Im Moment gerade die Ukraine-Krise, weil sie so gut mit dem Putin kann, sagen ja alle. Hat so einen guten Draht zu ihm, zu Putin. Deshalb telefoniert sie auch dauernd mit ihm, ne, mal persönlich besuchen oder so. Hätten wir ja auch. Geht aber nicht, weil Flugbereitschaft der Bundeswehr. Das wäre Sicherheitsrisiko, also telefonieren. 34 Telefonate hat sie mit ihm geführt. Und ist Ihnen das auch aufgefallen? Nach jedem Telefonat hat sich die Lage in der Ukraine weiter zugespitzt.
Schadet es Ihrer Popularität? Nö, ne? Das macht dem Deutschen nichts. In seinem fast schon nordkoreanisch anmutenden Merkelschen Marienkult. Ich hab... Das habe ich, den da oben. Das habe ich denen da oben schon gesteckt. Wenn ihr mal eine Blaupause für einen willfährigen Hybrid-Asteroiden braucht, der jede Umlaufbahn in der Galaxis mitmacht, in denen ihr ihn schleudert, nehmt doch einfach unser Land. Hätten wir es doch ganz einfach gelöst. Müsst doch einfach, ist doch, da haben wir doch, ich sag, nehmt einfach unser Land, sage ich, und dann ist er da. Ah. Kommandeur, Kommandeur, ich habe jemanden mitgebracht. Typisch, das ist wieder typisch Franzose. Ne? Keine zwei Minuten auf der Erde und schon eine Frau im Schlepptau. Oh. Oh, was hat denn das Häschen? Ihr Häschen gehört zum Bodenpersonal der Konföderation. Ah. Lieutenant Commander Preyon. Ach, übrigens, könnten Sie mit Ihrem Raumschiff das nächste Mal bitte nicht auf meinem Fuß landen? Danke. Lieutenant, lasse ich Ihnen gerade noch durchgehen. Aber Commander gibt's auf diesem Schiff nur einen und der ist garantiert keine Frau. Passen Sie auf Ihre Schilddrüse auf. Ich hab überhaupt nichts an der Schilddrüse. Ich kann Sie auch fluguntauglich schreiben. So, können Sie demnächst wieder Kärtchen abreißen bei der Jobagentur. Entschuldigung. Naja, war ja Ihr erster Flug. Hm? So. War alles okay? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Ja, naja, einiges. Also unzuverlässige Laufleistung, hoher Schadstoffausstoß, läuft unrund und ziemlich starke Geräuschentwicklung. Komisch, das Raumschiff war doch gerade noch beim TÜV. Ich spreche vom Franzosen. Wer hat denn hier die Kalibrierung der Außenreflektoren verstellt? Oh, ah. Ach, der ist gar nicht der Knopf für die Klimaanlage gewesen. Nein, das habe ich die ganze Zeit gesagt, Kommandeur. Das ist die Klimaanlage. Hier. Das ist der Zündmechanismus für die Umkehrschubkraft. Ja. Bei SPD und CDU nennt man sowas neuerdings den AfD-Regler. Mhm. So, ich muss das jetzt neu justieren, okay? Mhm. Übrigens, die Konföderation erwartet noch ihren Bericht. Ja. Pünktlich. Natürlich. Danke. Selbstverständlich. Wir schicken noch heute Nacht. Was schleppst du denn jetzt wieder für Kiste an? Das ist Was haben wir denn da drin? Baguette, Croissants, Monsterkäse, Camembert, Roquefort, Babybel, Bonbel, Lavashkiri. Mach weiter, wir haben Sendezeit. Mach weiter. Nein, Kommandeur, nein, nein, nein. Da drin, da sind die Bücher von der Ex-Frau von François Hollande. Das ist für die Außerirdische der Konföderation, damit die unsere Kultur kennenlernen. Das ist eure Kultur? Da sehe ich schon die Schlagzeile von der Konföderation. Alle geschockt. Außerirdische wählen Front National. Planet Le Pen. Na gut, dann lade ich die wieder aus, dann habe ich mehr Platz für die Croissance. Bitte schön, hier einmal zurück, bitte. Danke schön. So, aber jetzt zur Mission. Wir haben übrigens Infos schon für die Konföderation. Aha. Ja, es gibt auch Außerirdische auf der Erde. Aha. Wo? Baden-Württemberg. Die grünen Menschen. Also eins ist noch übrig. Kretschmann, ne, seit seinem Asylkompromiss ein UFO in seiner Partei. Gut, also das werde ich mir auf jeden Fall notieren, und zwar für das Bericht. Aber, Kommandeur, wenn meine Berechnungen stimmen, dann das mit der Erde, das wird nichts mehr. Und jetzt, wo wir so viele technische Möglichkeiten haben, könnte man nicht das mit der Menschheit nochmal versuchen, aber auf einem anderen Planet? Ja, das wäre keine schlechte Idee. Das könnte man machen. Da müssen wir uns halt nur überlegen. Arbeitet die Konföderation doch schon dran? Ja, das ist gut. Was bräuchte man auf diesem neuen Planet, damit es diesmal funktioniert? Naja, zunächst mal auf keinen Fall Menschen. Ja, aber dann dürfen wir eigentlich nicht dabei sein. Stimmt. Also zu 50% gebe ich dir recht. Moment. Was wir da oben aber auf jeden Fall brauchen, das ist Niveau, das ist Kultur. Kultur, da kann ich etwas reinbeamen. Und zwar... Finger weg! Du hast dir noch nie richtig was reingebeamt.
Kerl. Wenn der Herr die Musi hört, dann will... Ich wollte Kultur, Alphonse. Das ist Kultur. Was? Das ist deutscher Kultur. Ich bin der Killer. Wo bin ich? Das ist so nicht die Wiesen. Was ist das? Nach was schaut's denn aus? Geisterbahn. Das ist ein Raumschiff für die Rettung der Menschheit. Nie wieder Pizza auf Ibiza. Nie wieder Schinkenspeck beim Beck im Rathaus. Eck, nie wieder. Bitte, können Sie das mal mit diesem blöden, affigen Krisenweggeschunkel lassen? Gerade in der jetzigen Zeit. Es ist überall Rumpels, überall kracht's, der Nahe Osten brennt. Und kein Scholatur mehr da, der uns das alles erklärt. Das kann ich Ihnen auch erklären. Das sind Islamisten, die kriegen ganz mit dem Maßkrug über den Schädel. Was? So spricht ein wahrer Pazifist. Obwohl, Maßkrüge wären vielleicht die letzten deutschen Exportwaffen, die noch funktionieren. Haben Sie auch eine Pipi-Box? Ja, haben wir. Boxen sind auf der Wiesn ja immer sehr beliebt. In die andere Richtung. Auch Tony Blair liebt Sanifair. Ich bringe Sie hin. Es ist die bin der zweite links. Killerwahl aus dem Zillertor. Das hier gerade in Ihrem Labor gefunden. Was ist denn das bitte? Ah, das ist einer meiner vielen Geräte. Auf das bin ich besonders stolz. Auf eine Vase? Nein, das ist ein visuell atemporal synchron Emulator. Kurz Vase. Damit kann man in die Zukunft schauen. Am Anfang, das funktionierte nicht wirklich gut. Das ist ein Ausstellungsmodell. Aber ich habe es umprogrammiert. Ich habe berechnet, dass der Konduktorfaktor auf 0,7 runtergerechnet werden musste. Und seitdem... Ah, wie haben Sie das denn gemacht? Mit dem richtigen Biofluid die Leitfähigkeit angepasst und verbessert. Und seitdem ist es top. Top, top, top. Und zwar, das funktioniert so. Alors, gucken Sie mal, Madame. So, ich stelle das ein, das muss man auch noch an. Genau, eben ging es einfach mal so. Zack, 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 zack. So, plus 5 Jahre. Jetzt gucken Sie in die Zukunft. Gucken Sie, Laran, aber gucken Sie. Gucken Sie. Das ist ja toll! Das ist ja total toll! Ja? 2019? Mhm. Die Bundeswehr unterstützt die Franzosen im Irak? Aha. Was ist denn das? Elektropanzer? Das ist ja super. So, und wenn ich jetzt 2077 eingebe, so, was sehe ich dann? Ich hoffe, sie sagt nicht, dass wer immer noch die Bundeskanzlerin ist, weil sonst... So, Madame, Sie haben bestimmt viel zu tun, Sie müssten justieren etc. Ich habe auch noch ganz viele andere Geräte. Außerdem, wir müssen an das Zeitfenster das denken. Zeitfenster? Vielen Dank. Hä? So. Herr Bordingenieur, oui? Du musst dein Gerät neu justieren lassen. Wieso? Vielleicht schützt du mal Espresso drüber. Wieso, wieso, wieso? Weil das mit dem, was du erzählt hast, also mit diesem Öko-Einsatz und den Elektropanzern im Irak, ja, und dem Ganzen, das stimmt so nicht ganz. Nee? Leider. Nein, nein, das stimmt so nicht ganz. Es werden, also wahrscheinlich, also das mit Elektropanzern schon. Ja. Das, weil sauberer Krieg, das muss ja sein. Ne, weil er erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung. Also Elektropanzer, Fairtrade gehandelt und biologisch voll abbaubare Schnellfeuerwaffen und Hubschrauber ohne CO2-Emission. Ja, Hubschrauber mit null CO2-Emission, das habt ihr schon. Gucken Sie mal. Nichts Neues. Ja, gut.
Das nennt man ökologische Kriegsführung. Das wird die Grünen freuen. Aber das mit diesem Ökokrieg im Irak, das stimmt eben nicht mehr so ganz, weil in 5 Jahren wird der Irak nur noch eine unbedeutende kleine Provinz vom Islamischen Staat sein. Woher wissen Sie das? Ich bin schlau. Ich bin schlau. Außerdem habe ich doch gesehen da drin, den ganzen Zusammenhang. Ich habe mir es extra ausdrucken lassen. Hier, in 5 Jahren unterstützen wir mit unseren Waffen die im Falafelverband kämpfenden Regionalvertreter der ISIS gegen die bis heute noch völlig unbekannte Terrorgruppe der Al-Nusra-Hanuten, die viel brutaler sein wird, als es die ISIS je war. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, siehst du? Ja. Und die ISIS gilt es deswegen zu unterstützen, weil sie eine seltene christliche Minderheit der bis dann noch völlig unbekannten Stochoiden in einem unwegsamen Gebirgsgelände gegen die Al-Nusra-Hanuten schützt, was Volker Kauder, der Sales Manager von Heckler & Koch, nach einem Erkundungsbesuch vor Ort, den er dankenswerterweise mit einem von John Travolta geleasten Privatjet erreichen konnte, ausdrücklich begrüßt. Ich hab's gleich. Weil aber inzwischen die radikalen Extrem-Peschmerga der südsyrischen kurdischen Unterabteilung, die von uns mit Waffen versorgt wurden, um Brunnen zu bohren und Mädchenschulen zu bauen, weil diese nun nach alten Lageplänen von Karl May im wilden Kurdistan einen noch extremeren Gottesstaat ausgerufen hatten, gilt es, die gemäßigten terroristischen Dschihadisten im Kampf gegen Sunniten und Schiiten und Stalaktiten und Stalagmiten noch weiter aufzurüsten, um den strategischen Bündnispartner im neu entstandenen Despotenstaat von Kualak, an dessen Außengrenze schon wieder mal die Freiheit Deutschlands verteidigt wird, mit U-Booten auszustatten, was der Emir von Kualak bei einem Fundraising-Dinner im Kanzleramt vor Vertretern der deutschen Rüstungslobby ausdrücklich begrüßte. So. Ach so. Das werde ich also auf jeden Fall alles in meinem Bericht jetzt übernehmen. Die Außerirdischen müssen das wissen. Also, John Travolta und die Stalaktiten. Wie war das? Soll ich nochmal? Geht ganz schnell. Nein, danke schön. Haben Sie auch gesehen, wie es weitergeht mit der EU? Oh, mit der EU. So viel kannst du mit der Vase gar nicht anstellen, um da zu sehen, was da läuft. Das ist viel, viel zu kompliziert. Ja? Apropos EU. Der Erdanziehungsbeauftragte der EU erwartet auch noch einen Bericht. Tätigkeitsnachweis. Ein Parlamentär von der EU erwartet einen Tätigkeitsnachweis. Ja, sowas nennt man Realsatire. Ja, aber schau mal, mit der EU im Grunde genommen, es interessiert sich doch keine Sau dafür. Für Europa auch nicht, das ist viel schlimmer. Niemand interessiert sich für, bei uns sowieso nicht. Da interessiert nur, in welchem Königshaus wird gerade wieder gekalbt. Und das war's. Der Boulevard ist schon längst auf dem Weg, die Demokratie zu übernehmen. Selbst bei euch ist es langsam soweit. Ja? Ja. Wieso? Ja, die Demokratie geht weg, der Boulevard, als Demokratieersatz, Alphonse. Mhm. Der Demokratie, schau mal, überall in Europa, ihr Franzosen, ja, seid jetzt der erste Freilandversuch außerhalb Europas für Schröders Vermächtnis, die Agenda 2010. Nur damit abgelenkt wird von irgendetwas. Ihr kriegt ein Reformprogramm, das sich gewaschen hat. Ihr kriegt einen Knaller drauf ohne Ende. Und was ist bei euch? Ist bei euch Wallung? Ist bei euch Wallung? Ist Aufregung? Nichts, weil ihr euch nur noch für blöde Liebesgeschichten von ehemaligen Geliebten von eurem Präsidenten interessiert. Was soll denn passieren, großartig in Frankreich, Monsieur le Commandeur? Alphonse. Ja. Alphonse, euer Präsident macht Gesetze, die eure Bon Vivant Republik. Festen erschüttert werden. Ihr kriegt jetzt Strukturreformen, heißt übersetzt, Schluss mit dem ganzen sozialen Schnickschnack, Lohnverzicht, Minijobs, 5 am Tag. Dann hat sich's mal gehabt mit 3 Stunden Mittagspause. Commandeur, in Frankreich, man macht Gesetze, aber niemand hält sich dran. Das ist Gesetze machen für uns, das ist mehr ein Hobby, das ändert gar nichts. Wart's ab, Alphonse. Ein Gespenst geht um in Europa. Und dieses Gespenst geht so. Oh, 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 oh
Auf jeden Fall, dieser Gespenst, der ist sehr beliebt mittlerweile. Die Deutschen, die sagen zu 75%, ja, die ist toll, die Kanzlerin, Beliebtheit und so und so. Das ist nicht ganz wie in Frankreich. Unser Präsident François Hollande, oh la la, mittlerweile, der hat nur noch 13% Beliebtheit. Das gab es noch nie in Frankreich. 13%, noch nie. Das ist so sehr wirklich, das ist also eigentlich so gar nichts mehr, so 13%. Und diese Umfrage, die war auch noch bevor das Buch von seiner Ex-Frau, da, die sich getrennt hat, das war noch bevor. Danach, die machen keine Umfrage mehr, weil das ist, die französischen Computer sind nicht für solche kleine Zahlen ausgelegt. Da brauchst du es vergessen und so. Na, das ist wie 13%, meine Damen und Herren, das ist eine sehr wichtige Grenze in Frankreich, weil das bedeutet, dass jede Rotweinflasche hat mehr Prozente als François Hollande. Also, der ist jetzt so richtig. Also, Sie müssen wissen, dass früher bei solchen Werten, wir haben dann die Guillotine rausgeholt. Hein? Selbst Ludwig der 14., als er abgeköpft wurde, der hatte mehr, der hatte 14%. So 13%, und was passierte dann? Dann kam dieses Buch von Valérie Trierweiler, seine Ex-Frau, Ex-Geliebte, weiß man gar nichts mehr mit ihm, wie das genau, weil sie wissen noch, wie das organisiert, was passiert ist. Er hat sich rausgeschlichen ins Geheim vom Élysée-Palast. Mit dem Motorroller zu seiner Geliebten. Und dann hat sie das tatsächlich dann wie mitbekommen. Seine Frau, die war sauer, die hat sich getrennt. Sofort, bam, bam, bam. Und dann, den ganzen Sommer über, sie hat insgeheim, das wusste niemand, das Buch geschrieben. Patam, 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 patam. Hat niemand mitbekommen. Und damit es wirklich bis zum Ende geheim bleibt, der Verlag, der hat das Buch auch noch in Deutschland drucken lassen. Ja. Nein, das ist wirklich wahr. Na, es ist klar, weil wenn du in Frankreich etwas hast, wo da drauf steht vertraulich, dann gucken alle rein. Also, das ist so. Und dann wurde es, die ganze Bücher, über Nacht, in einer Nacht, per LKW, ob nach Deutschland dann gefahren. Per LKW. Eigentlich wäre es passender per Motorroller gewesen, aber die haben es per LKW gemacht. Und dann war das Buch da. Voilà. Und Hollande. Große Probleme. Lothar Matthäus, er ist viel schlauer als François Hollande, ne? Weil er nimmt nur Frauen, die nicht schreiben und lesen können. Das Buch kam an, niemand wusste, François Hollande, er hat davon nichts gewusst, nichts, nichts, nichts. Gut, bei ihm, das geht ganz oft bei vielen Dingen so, aber trotzdem. Und in dem Buch, wenn Sie wüssten, was steht in dem Buch, oh, 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 da steht drin, dass er total Lügner ist, er lügt ohne Ende. Der Wahlkampf, er hatte gesagt, ich setze mich ein für die armen Leute. Und dann steht drin, nein, das ist ihm komplett, er macht sich lustig über die armen Leute. Und so. Es gibt eine große Überraschung beim Buch. Wenn man es fertig gelesen hat, dann auf einmal ist plötzlich Nicolas Sarkozy wieder sympathisch. Also den Konverter und die Neutronenspule müssen Sie aber schon von Zeit zu Zeit warten. Ja, ja, das habe ich gemacht. Ich habe gewartet. Wortingenieure, Mann, bin ich froh, dass ich das bald hinter mir habe. Sie hören auf? Jo, ich lass mich umschulen. Mhm. Nudging, tolle Sache. Was? Nudging. Nudging? Nudge. Du nudge, nudge, das ist Englisch und heißt schubsen. Schubsen als Beruf? Ja. Ja, haben Sie, sagen Sie mal, haben Sie gar nichts da oben mitbekommen? Nicht nudging, so viel. Die Stellenausschreibung der Kanzlerin? Nee. Nein? Nee, ich weiß okay. Nicht. Okay, also, die Kanzlerin sucht Verhaltensforscher, ja? Um dem Volk mit gezielten Marketingkonzepten gewisse Entscheidungen schmackhaft zu machen. Was weiß ich, Totalüberwachung, Waffenlieferungen, Stuttgart 21, sowas. Mhm. Das Volk soll also in die richtige Richtung geschubst werden, um zu lieben, was es eigentlich hassen müsste. Das Ganze nennt sich wirksam regieren. Wie soll das funktionieren? Okay, Beispiel. Ihr Männer saut doch in Kneipen immer die Pinkelschüsseln ein, ne? Also, beziehungsweise den kompletten Raum links und rechts daneben. Ja, der Kommandeur, der macht das. Das stimmt. Okay. So, wenn man euch jetzt aber so ein kleines Fußballtor mitten in die Schüssel klebt, dann versucht ihr, die kleine Kugel zu treffen und pinkelt genau in die Mitte und alles bleibt sauber. Und warum? Weil man euren Spieltrieb ausnutzt und euch sanft, aber bestimmt in die richtige Richtung schubst. Nudging.
Das ist Nudging. Ach so, Schenke hier. Vielen Dank. Viel Spaß. Kommandeur, ich habe was Neues für Sie. Ich finde, die Merkel macht das richtig, sich von Schubsexperten beraten zu lassen. Obwohl, eigentlich braucht die ja gar nicht, ne? Schubsen, das konnte die ja schon immer richtig gut. Den Merz, den Röttgen, den Guttenberg, die Schawan, zwei Bundespräsidenten, die ganze FDP hat sie alle so lange geschubst, bis die weg waren. Nudging, tolle Sache. Das beherrscht die im Schlaf. Apropos Schlaf, Hypnose kann sie auch sehr gut. Sie hat ein ganzes Volk in Tiefschlaf versetzt. Und sich selber versehentlich gleich mit. Die Frau regiert in Trance. Und wir sitzen tiefenentspannt vorm Fernseher und nicken alles ab. Vor sechs Jahren, huch, können Sie behalten, schenke ich Ihnen. Vor sechs Jahren hat man für Madame Tussauds in Berlin eine Wachsfigur von der Merkel herstellen lassen und die aus Versehen ins Bundeskanzleramt geliefert. Wir werden seit sechs Jahren von einer Wachspuppe regiert. Und das nicht mal schlecht. Die haben das erst vor kurzem mitgekriegt, als die Merkel beim Staatsbesuch in Katar anfing zu schmelzen. Darüber lachen Sie? Aber vielleicht schubse ich Sie ja gerade zum Lachen, obwohl das überhaupt gar nicht zum Lachen ist. Denken Sie mal drüber nach. Wer in der Demokratie zu oft geschubst wird, der wacht in der Diktatur auf. Gute Natsch. Ah, hat doch eine positive Meldung zu Europa habe ich für die Konföderation. Das ist ja letzte, dieses Aufatmen, oder? War das toll? Weil, also nachdem die Schotten abgestimmt hatten, und zwar schottisch, aber irgendwie doch auch weiterhin britisch, was Cameron das Überleben sichert, was irgendwie auch wieder schade ist. Ne? Aber für Europa ist es gut. Es haben ja auch alle dafür gekämpft. Selbst Obama hat an seine irgendwie doch schottischen Wurzeln erinnert und an seine Vorfahren appelliert, mit No zu stimmen. Ausschlaggebend war aber das perfekte Timing im englischen Königshaus. War das toll, wie termingerecht Kate ihren nächsten Wurf angekündigt hat? Da war so, als dann noch der wilde Harry wieder zu seiner Ex zurück, einen Tag vor dem Referendum. Das hat die Sun zu der schönen Schlagzeile inspiriert: Better together. Danach ist der letzte Schotte eingeknickt. Was für ein Einsatz, ne? Weil eben Prinz William postkoital und Harry präkoital seine Liebsten zugeflüstert hat: für Schottland, Darling. Super. Was die meisten überrascht hat, war der phänomenale Einsatz der Wähler. Diese Wählerbeteiligung, 90% in diesem Jahr nur noch überboten von der Krim. Dort waren es 95%. Das waren aber auch bewachte Wahlen. Was war bei uns, bei den Landtagswahlen im Osten, unter 50%? Gut, wohnt ja auch keiner mehr da. Na, aber schlaue Experten raten schon, künftige Landtagswahlen mit Abstimmungsreferenten einfach zu verbinden, um so die Wahl. Im nächsten Jahr sind die Wahlen in Bremen und Hamburg dran. Aber wohin wollen die spalten? Und wer will die haben? Was hat der Seehofer vor? Spaltet er womöglich Bayern ab in die Freie Republik Bajuwaristan, um so dem Länderfinanzausgleich zu entgehen? Spalten sich dann die Franken von Bayern ab und die Nordfranken von den Restfranken und gehen nach Hessen, weil sie dort einen besseren S-Bahn-Anschluss haben? Und überall lauert der anschlussbereite Russe. Komisch, in dieser ganzen Russenphobie, die einzigen, die hier cool und gelassen bleiben, wer sind's? Die Bayern. Der alte Schreckenssatz: die Russen kommen,
entlockt Alexander Dobrindt dem mentalen Einzeller höchstens höchstens noch ein freudiges Mei, soll ich kommen? Was die an Maut sein? Na, aber alles, aber alle wollen weg. Alle wollen irgendwie, alle wollen weg. In Italien, Venetien, die Region Friaul haben sich schon gelöst, also virtuell zumindest. Was wird mit dem Baskenland? Was wird mit Katalonien? England will weg von der EU. Da macht die nächste Insel schon mobil Korsika. Lichtet den Anker, setzt die Segel, ruft Adieu la France und segelt hinaus aufs weite Meer, vorbei an Sardinien. Schon werfen die Sarden die Enterhaken und sagen, nehmt uns mit, weil der Sarde an sich war schon immer faul. Frankreich krallt sich nach dem Abfall Korsikas sofort Monaco als fairen Lastenausgleich, heißt dann aber nicht mehr Departement, sondern Tresor. Daraufhin will Elsass-Lothringen sofort wieder heim ins Reich, was das Saarland freut, weil die sagen, juhu, dann können wir zurück nach Frankreich. Was wird mit Österreich? Zieht bei Karstadt ein, weil weil die Krim deren Aufnahme verweigert hatte. Was mich bei diesen ganzen Machen wir wieder alles regional so am meisten ärgert, ist dieser nationale Pathos, der überall mitschwingt, dieser doofe. Gerade bei der Krim, wo diese mit Lametta behangenen Veteranen überall aufmarschiert sind, stolz sich an die Brust gepatscht haben, in den Herzen und Gedanken der Menschen, war die Krim immer ein fester Bestandteil Russlands. Seitdem machen bei uns die vertriebenen Verbände besonders die noch in vierter und fünfter Generation bei uns im Rhein-Endhaus wohnten. Ich sage, Astpreisen wird in den Herzen und Gedanken der Menschen auch immer ein fester Bestandteil Großdeutschlands gewesen sein, Mähen. Komm, Mariellchen, fass! Wer schützt die Schlesier, wenn dann deutsche Rentner auf Mallorca sich dort noch von den Spaniern, einer kleinen ethnischen Minderheit, bedroht fühlen, wird Uschi von der Leyen die Erste sein, die Bundeswehrsoldaten ohne Hoheitsabzeichen direkt an den Ballermann schickt. Und das Schlimmste ist, die fallen dort nicht einmal auf. Da haben Sie völlig recht, Kommandant. Das schreibe ich alles in dem Bericht für die Außerirdische. Und übrigens, ich schreibe auch Dinge, die man auf dem neuen Planet auf keinen Fall machen sollte. Sowas wie die EU zum Beispiel. Ja, nein. Die EU, das geht gar nicht. Wobei das Ende der EU, das ist schon eigentlich ziemlich in Vorbereitung. Ja? Wie Juncker die Kommissarsposten besetzt hat. Also mit ihr, für Wirtschaft wer? Frankreich. Toll. Für die Finanzen in Engländer, wo die Finanzkrise losging. Na, für Ungarn hat Kultur, wo die Pressefreiheit unterstützt wird, unterdrückt wird. Und die digitale Zukunft Europas, darüber entscheidet der Flachbildschirm Günther Oettinger. Also das wird so, so wird das nicht. So wird das nicht, aber vorher. Aber bevor es mit der EU zu Ende geht, ist erstmal noch Europa dran. Für Europa sieht es auch schlecht aus, hat unsere Kanzlerin gesagt und gefordert. Europa muss so werden wie wir. Wenn alle in Europa so wären wie wir, ja? Wo sollen wir denn dann noch in Urlaub hin? Stimmt. Das war doch gerade der Anreiz, dass auch noch ein paar andere Menschen, die etwas anders denken, nicht nur wie bei uns, immer, wir müssen arbeiten und schaffen. Und dann müssen wir wieder schaffen und wieder arbeiten. Und dann müssen wir wieder arbeiten und schaffen. Wir haben nichts anderes gelernt. Wir müssen arbeiten so lange, bis wir in der Kiste liegen. Und wenn wir in der Kiste liegen, schlagen wir die Kiste mit dem Samt dann noch selber aus und ziehen den Deckel über uns zu. Das. Das sind wir. Ja, das seid ihr. Ja. Wie schön ist es doch dagegen manchmal in den Süd- und Faulenzerstaaten. Na klar, wirst du dort auch mal beschissen, aber mit was für einem Charme. Bei uns ist immer alles so, ist jeder Beschiss immer gleich so legal. Na guck mal, bei uns können multinational operierende Großkonzerne wie Apple, Google oder Amazon milliardenschwere Gewinne erwirtschaften, aber durch windige Steuertricks über Tochterfirmen auf den niederländischen Antillen, die in einem russischen Briefkasten in der Schweiz wohnen, der von Hongkong geleast ist.
keinen Cent bei uns an Steuern zahlen. Mein lieber Starbucks, sage ich da. Und alles ganz legal. Und das ist so einfach? Nein, das ist verdammt kompliziert, aber das macht's ja so einfach. Weil es legal ist. Okay. Ne, ich musste, also, ist ja so bei uns. Was ist einfacher, legaler. Der Süden ist da wenigstens ehrlich. Der sagt, was soll's, wir machen kreative Buchhaltung, das war's. Das ist doch mal super, oder? Ja, klar. Das ist da haben wir doch neulich, oben diesen Film gesehen? Ja, auf Arte, das kriegen auf wir doch da oben. Da oben haben wir Arte und das ist, ja, da gab's einen Bericht, Der war toll. Der mit der italienisch-griechischen Städtebrüderschaft. Ja, genau. Wo doch der italienische Bürgermeister seinen griechischen Amtskollegen besucht. Ja, genau. Und dann geht er hin und sagt, boah, hey, mein Lieber, du wohnst aber hier. Gut, es ist ja Villa, Swimmingpool. Jetzt mal unter uns, alter Grieche. Wie hast du das finanziert? Genau, und dann sagt er, komm doch mal zum Fenster. Guck mal, siehst du die Brücke da? Und er sagt, ja, so ein bisschen eng, nur eine Spur. Ja, aber, sagt der Grieche, ja, aber ich habe ja 4 Spuren zur Finanzierung in Brüssel beantragt. Na, und das Geld, was ich da erwirtschaftet, was ist da? Und ein Jahr später ist der Gegenbesuch in Italien. Da kommt der Grieche zu dem, also, und der ist beeindruckt, der sagt, wow, das ist aber keine Villa, das ist ein Palast, da gibt's Swimmingpool überall, so richtig, Champagnerfrauen überall. Und dann sagt er, wie hast du das überhaupt finanziert? Ja, und da sagt der Italiener zum Griechen, komm mal mit zum Fenster, mach das Fenster auf und sagt, siehst du die Brücke da hinten? Sagt der Grieche, nö, sagt der Italiener, siehste. Jetzt aber pass auf. Nur weil wir zu blöd sind, das auch so zu machen, können wir es den anderen doch nicht vorwerfen, wenn sie es tun. Ja, das stimmt schon. Nein, also, Alphonse, ja? Unter uns, um die Idee von Europa zu retten, ja, müssen wir einen Generalstreik organisieren gegen die EU. Ein Generalstreik? Und da würdet ihr mitmachen? Immer muss er mich beleidigen. Obwohl. Obwohl, es gibt schon Streiks in Deutschland, gerade momentan. Ne? Gut, das sind keine normalen Streiks, muss man schon sagen. Das sind Warnstreiks. Das Prinzip, das ist ganz einfach. Man streikt 2 Stunden und dann ganz schnell, man arbeitet dann wieder. Das ist Warnstreik, das ist eine deutsche Erfindung. Sowas gibt es nirgendwo anders. Ne? Aber ein Streik in Deutschland, das fängt pünktlich an. Ganz wichtig. Ne? Zum Beispiel, wenn es heißt 10 Uhr, dann um 10:00 wird gestreikt. Ha? Ob der Flugzeug noch in der Luft ist oder nicht, das ist egal. Oh, in der Bahn haben die sogar was komplett Verrücktes gemacht. Die haben 3 Stunden haben die gestrickt. Oh, 3 Stunden die Arbeit niederlegen. Bei uns, das heißt Mittagspause. Ja, ihr solltet vielleicht ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, so vielleicht ein bisschen mehr protestieren. Sehen Sie, wie das in Frankreich geht. Zum Beispiel in Frankreich, die Bauern, wenn die richtig genervt sind, dann die kippen ihre Gemüse vor dem Finanzamt. Das kann man in Deutschland nicht wirklich machen. Da würde man sofort Ärger kriegen. Nein, das ist keine Ausladezone und so. Aber machen Sie was. Cocktail-Molotow auf dem Finanzamt, auf die Behörde. Na, Cocktail-Molotow ist schwierig in Deutschland, weil dann muss man schnell hinrennen und das Ding wiederholen, wegen den Flaschenpfand. Aber ich weiß nicht, weil in Deutschland, es gibt, wenn man demonstrieren will, es gibt Vorschriften in Deutschland. So wirklich, es ist, ganz viele Dinge sind vorgeschrieben. Ich habe die Vorschriften gelesen, das ist lustig. Zum Beispiel, wenn man eine Demonstration machen will und man will Transparenten hochhalten, ist es vorgeschrieben, wie lange die Stücke der Transparenten sein sollen. Alles ist, in Deutschland, wenn du eine Demonstration machen willst, das musst du fristgerecht vorher anmelden. Ja, für euch ist es normal, aber in Frankreich, das wäre eine Riesenpointe. Fristgerecht anmelden. Wie macht ihr das? Ihr geht dann zum Ordnungsamt und ihr sagt, guten Tag, an dem Tag so und so, ab 14 Uhr möchte ich sehr wütend sein und sehr aufgebracht. Und dann sagen sie, ja, dafür kein Problem, dafür haben wir ein Formular, bitte schön. Na, Kommandeur? Alors, wissen Sie, Kommandeur, ich glaube, die Konföderation hat recht. Wir sollten wieder von vorne anfangen mit der Menschheit. Ja, denke ich auch.
brauchen wir aber ein Antragsformular. Soll ich schon mal eins aufsetzen? Ja, aber schnell, jetzt Zeitfenster, wir müssen starten, ne? Ja, ja, gleich, ich muss auch mal. Übrigens, tolles Ding da im Klo. Ich führe schon 3:0. Start den Motor. Ich starte schon den Motor, kein Problem, Kommandant. Sie kommen gleich, ha? So. Ich komm gleich. So. Halt! Halt! Ihr könnt doch nicht einfach abhauen! Was wird denn aus mir? Hallo? Hallo? Hallo! 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 Hallo, Raumschiff! Hallo, Raumschiff! Flieg doch nicht fort! Die Erde ist kein Traumschiff, sie hat die Pest an Bord. Halb Afrika hat Ebola. Und was macht die Welt? Wer Ebola ne Pleite bankt, dann gäb's jetzt richtig Geld. Hallo, hallo Raumschiff. Von Wuppertal nach Istanbul und quer durch die Türkei. Und wer zu Haus bleibt, den holt die Scharia-Polizei. Hallo, der Islamist zieht in den Krieg. Allahu Akbar, Heil und Sieg. Erst maskiert er sich, dann massakriert er dich und ist der Lümmel immer noch nicht froh, dreht er das nächste Video. Hallo, hallo, hallo Raumschiff, hallo Raumschiff. Ich such den Kampfstern Galaktika. Ich war bei Schlecker und ich war bei Praktika. Brauch jetzt einen neuen Job. Sowas für Mr. Kirk und Mr. Spock oder Carsten Speck. Hauptsache weg. Von diesen Weibern so wie Merkel, Nina Hagen, von der Leyen und Thun und Taxis. Ich bin allein in der Galaxis. Hallo, hallo, hallo Raumschiff. Am Bierzelthimmel, wo die Sterne schwimmen, auch unser Auge mit den Sternen schwimmt. Bisweilen doch geschieht es, dass die Stille des Menschen Traum vernimmt. Der Himmel voll Gestirne zeigt uns wieder, dass er beseelt und fühlend ist, denn seht, auf der Wiesen werden Menschenbrüder, es weint der Killerwal, wenn ein Planet vergeht. Hallo, hallo Raumschiff, was man macht, es ist verkehrt, ich such, ich will ein eigenes Laserschwert. Dann schnitz ich Löcher in den Käse und alles dreht sich viel zu schnell. Morgen kommt die Flüchtlingspolonaise. Und wer Glück hat, sitzt im Karussell. Hallo, hallo. Sehr schön, sehr schön. Ganz fein, ganz schön. Könnte ich ganz fein, sehr schön. Könnte ich nicht vielleicht bleiben? Ich hätte auch gern so eine schicke Jacke. Als Bordmusiker? Ja, aber gern doch. Nur noch ein Stück da hinein, dann sind Sie auch schon da. Hallo. Ja. Hallo, Raumschiff. Oh. Boah, das war aber Zeit, dieser Folklore-Terror in seiner Niedertracht. Boah. Wird Zeit, dass wir wieder loskommen. Ja, Kommandeur, das sehe ich genauso. So, was ist das Fazit unserer Mission? Fazit, Mission Erde. Ha, alles wie immer, nur schlimmer, würde ich mal sagen. Ja. Also, ab, gerade in diesen Zeiten. Wiesen, Vasen, Humpfter. Nix wie weg. Wann ist eigentlich die nächste Landung geplant? 11.11. Abflug. Vor der Milchstraße scharf links. Weil die Milchstraße ist jetzt auch mautpflichtig.